Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel wieder ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie zu diesem Videogottesdienst am Karfreitag von der reformierten Kirchengemeinde Zofingen, heute hier aus der Kirche Strengelbach. Karfreitag, das ist wohl der Viertag, der uns Jahr für Jahr querkommt. Es ist kein Freudenfest mit Osternestli suchen oder mit Päckchen unter dem Weihnachtsbaum. Nein, es ist ein finsterer Tag, wie wir das schon im Eingangswort aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Ein Tag, der von Schwerem, von Leid und Hoffnungslosigkeit berichtet. Ein Tag, der eigentlich völlig querkommt in die frohe Botschaft, die wir mit Jesus Christus verkünden wollen. Alle Lichtblicke sind erloschen. Es brennen keine Hoffnungsfunken mehr. Darum würde man doch manchmal am liebsten vom freudigen Einzug am Palmsonntag gerade einen Gump machen, führen ins Osterlicht und das düstere Kapitel vom Karfreitag auslassen. Besonders in diesem Jahr merken wir aber, wie wichtig es ist, dass wir uns auch mit diesem Kapitel befassen. Eben gerade, weil es so quer steht in allem anderen. Wir alle sind mit Herausforderungen, mit Ängsten, mit Fragen und Schicksalsschlägen konfrontiert, wie wir uns das vor kurzer Zeit noch nicht hätten vorstellen können. Es macht ohnmächtig und hilflos. So ist es auch den Jüngerinnen und Jüngern gegangen. Beim Einzug in Jerusalem waren sie voller Zuversicht und Hoffnung. Niemand hat gedacht, dass es nur ein paar Tage später so anders sein könnte. Ich möchte Sie einladen, dass wir uns heute bewusst in die Geschehnisse hineinnehmen lassen, die der Karfreitag uns daran erinnert. Mit Liedern, Wort und Musik. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Verse 25 bis 39. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrieben, der König der Juden. Zugleich mit Jesus kreuzigten sie 2 Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Ha, du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft nach Elia. Einer holte einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: Lasst mich machen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, dass etwas nicht so läuft, wie wir es uns erhofft haben oder es erwartet haben, dass uns auf unserem Weg durchs Leben etwas querkommt, das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte. In so einem Moment können wir ins Hadern kommen, können uns fragen, warum passiert das und warum gerade wir? Seit einigen Wochen erleben wir, wie die ganze Welt mit grossen Herausforderungen konfrontiert ist. Wie plötzlich ganze Systeme, die funktioniert haben, nicht mehr aufgehen. Wie vieles, was so selbstverständlich und alltäglich war, einfach nicht mehr möglich ist. Wir erleben es hautnah. Aber das mal gleich nicht einfach in einem privaten Kreis, sondern verbunden mit allen Menschen. Das macht uns besonders betroffen und ohnmächtig. Warum passiert so etwas? Warum gibt es immer wieder Sachen, die in dieser Welt so querstehen? Ist denn Gott nicht ein Gott vom Segen, der will, dass es uns gut geht? Ist er nicht der Gott vom Licht, der unser Leben möchte erhellen? Wieso gibt es immer wieder Situationen, wo wir uns von Gott im Stich gelassen fühlen? So wie wir das vorher auch in der Lesung von Jesus gehört haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir den Blick auf Jesus richten, dann sehen wir, dass auch in seinem Leben nicht alles geradlinig verlaufen ist. Besonders an seinem Lebensende scheint alles quer zu laufen und es keinen Ausweg mehr zu geben. Jesus hängt am Kreuz und ist nach allen menschlichen Maßstäben gescheitert. Gefangen, verspottet, verurteilt, gefoltert und auf grausame Weise hingerichtet. Und dabei hat doch am Anfang alles so hoffnungsvoll ausgesehen. Jesus ist auf die zugegangen, wo im Leben alles quer gelaufen ist, wo von anderen verachtet worden sind. Seine besondere Art, von Gott zu reden, hat die Leute angesprochen und hat sie gepackt. Ja, viele sind sogar mit ihm mitgezogen. Jesus hat Kranke geheilt Und er hat sich gegen die römische Besatzung gestellt. So viel haben gehofft, dass all das, was schief läuft, mit dem Jesus jetzt endlich vorbei ist. Sie haben gehofft, dass das Reich von Gott hier und jetzt anbricht, weil Gott ihnen in Jesus zum Greifen näher gekommen ist. Und jetzt? Jetzt hängt der Hoffnungsträger am Kreuz und leidet. Er schreit vor Schmerz und vor Einsamkeit. Das alles steht so im Gegensatz zu dem, was wir von Gott denken. Ist es doch nicht naheliegend, dass uns das Karfreitagsgeschehen querkommt? Dass das unser Denken und Fühlen überfordert? Der Paulus hat das Geschehen später nochmal probiert, in Worte zu fassen und zu erklären. Jesus war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Jesus hat sich selber in den Zwiespalt von Licht und Finsternis reingegeben. Und am Karfreitag wird uns deutlich, wie er die Finsternis in seiner ganzen Tiefe kennt. Er weiß, wie es ist, wenn man sich von allen, ja sogar von Gott, im Stich gelassen fühlt. Und darum versteht er auch die dunkelsten Sorgen und Ängste in unserem Leben, so wie es nachher im Lied heisst. Gott sieht unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unsere Sehnsucht, weiß um unser Herz. An das erinnert uns der Karfreitag. Und darum ist es so wertvoll, dass wir den feiern. Nicht obwohl er in dieser Reihe von fröhlichen Viertigen voll Freude und Dankbarkeit querkommt, sondern gerade weil er so querkommt. In dem liegt der grosse Wert. Haben sie nämlich beim Bericht aus dem Evangelium gemerkt, der Hauptmann hat Jesus als Gottes Sohn erkannt, nicht weil er vom Kreuz oben herabgekommen ist, sondern weil er dem queren Weg vom Leiden und Aushalten treu geblieben ist. Darum dürfen wir wissen, egal was uns sorgt und lähmt, wir müssen den Weg vom Aushalten und Überwinden nicht allein gehen. Gott bleibt an unserer Seite. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, der Karfreitag, der Tag voll Dunkelheit und Schmerz macht uns bewusst, wie weit du dich zu uns herabgebeugt hast. So weit, dass dir all unsere Sorgen und Ängste nicht fremd sind. Darum wollen wir dir das bringen, was uns bewegt. Wir denken an alle, die am Coronavirus erkrankt sind und an ihre Angehörigen, die ihnen nicht nahe sein können. Wir denken an die, die einsam sind. Wir denken an alle, die am Arbeiten sind, oft über ihre Kräfte hinaus. Wir denken aber auch an die, die ihre Arbeit verloren haben oder ihre Existenz bedroht ist. Wir denken an die, die Verantwortung haben in der Politik und in den Krisenstäben. Wir denken an die vielen Menschen auf dieser Welt, die unter Bedingungen leben, die es ihnen gar nicht ermöglichen, die Schutzmassnahmen einzuhalten. Und wir bringen dir alles, was uns sorgt und lähmt, in unserem persönlichen Leben. Danke Gott, dass du unsere Tränen siehst und unseren Schmerz spürst. Schenk du uns Trost, wenn uns die Hoffnung fehlt. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. diesen Kar- und Ostertagen müssen wir darauf verzichten, als Gemeinde das Obenmahl zu feiern. Wir laden sie aber dazu ein, das daheim trotzdem zu machen. Wer sich von einer schlichten Liturgie möchte begleiten, findet die auf unserer Homepage. Und dort finden Sie auch alle Angaben, wie Sie durch eine Spende die Projekte und Hilfswerke unterstützen können, die in dieser Zeit als Kollekte vorgesehen wären. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Gaben. Die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern und die auswegslosen Situationen in unserem Leben, die müssen wir nicht allein aushalten. Gott begleitet uns mit seinem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.